Ein Speckbauch ist nicht unbedingt das, was wir an uns mögen. Besonders nicht im Sommer, bevor es gilt, im Bikini den Bauch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wir haben dir hier die wichtigsten Tipps zusammengestellt, die du befolgen solltest, um nicht nur am Bauch dein Fett zu verlieren. Es ist nicht möglich, generell nur an einer bestimmten Stelle des Körpers gezielt Fett abzubauen und nur dort die ungeliebten Fettpolster loszuwerden. Möchtest du deinen Speckbauch loswerden? So kannst du sicher sein, dass auch an anderen Körperstellen das eine oder andere Gramm Fett zu viel ist und das wird auch schmelzen, wenn du deinem Speck am Bauch an den Kragen gehst. Wir erklären dir hier, welche drei Strategien die wichtigsten sind, um wirklich Fett abzunehmen und dem Sommer im Bikini begegnen zu können. Es nützt nichts, nur drei Tage die Woche darauf zu achten, was du tust, isst und trinkst, um dein Fett zu verlieren. Jede Gewichtsreduktion ist nur dann erfolgreich, wenn sie in deinen Alltag integriert wird, wenn sie zum täglich Brot wird und dazu führt, dass die neuen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten Teil deines Alltags werden. Ein weiterer Vorteil daran, dein neues Essverhalten und deine neuen Verhaltensweisen führen dazu, dass du dein Gewicht nicht nur verlierst, sondern das neue Wunschgewicht auch langfristig hältst. Blitzdiäten führen maximal zu schnellem Erfolg auf der Waage, weil durch Crashdiäten meist in kurzer Zeit einiges an Wasser ausgeschwemmt und zum Teil auch Muskelmasse abgebaut wird. Prozentual gesehen ist der Körper nach einer solchen Schnelldiät also fetter als vorher. Die beste Diät ist also eigentlich keine Diät, sondern eine Ernährungsumstellung, die dazu führt, dass du jeden Tag und dass dein Leben lang so isst und trinkst. Auch Bewegung sollte nicht nur während der Gewichtsreduktion Teil deines Alltags sein, sondern ab jetzt für immer Teil deines Lebens werden. Denn nur so kannst du nicht nur Fett verlieren, sondern auch verhindern, ohne dass du den Grund dafür weißt. Ein Überschuss an Körperfett ist immer das Symptom eines unausgewogenen Verhältnisses zwischen Input-Ernährung und Output-tatsächlichem Kalorienbedarf. Du musst also dafür sorgen, dass In- und Output sich angleichen. Um Gewicht zu verlieren, muss ein negatives Verhältnis hergestellt werden. Also mehr Output als Input. Die Schwierigkeit dabei ist, trotzdem alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralien zu essen, um dem Körper nicht mit einer Mangel- oder Fehlernährung zu schaden. Am besten suchst du dazu eine Ernährungsberatung auf. Nicht jeder Mensch ist gleich. Nicht jeder hat denselben Tagesablauf. Es bringt selten etwas, vorgefertigte Ernährungsprogramme abzuarbeiten. Die sinnvollste Ernährung, um Gewicht zu verlieren, ist jene, bei der deine Lieblingsgerichte nur gesund umgebaut werden, so dass sie immer noch gut schmecken, aber wesentlich gesünder zubereitet sind, mit weniger Fett, mehr Ballaststoffen und mehr frischen Zutaten. So kannst du deine bisherige Ernährung, die zum Speckbauch geführt hat, gut durch die neue Ernährung ersetzen, weil du nicht nach Ernährungsplänen und fremden Kochrezepten kochst, sondern das, was du schon immer gegessen hast, in gesünderer Form ganz einfach weiterkochst. Das gehört in die Hände von Profis. Lasse dich also besser beraten. Die dritte Säule einer erfolgreichen Gewichtsreduktion ist natürlich die Bewegung. Bewegung erhöht den Grundumsatz, also deinen tatsächlich benötigten Kalorienverbrauch pro Tag. Das funktioniert allerdings nur, wenn du durch den Sport nicht die Muskelmasse abbaust, sondern sie aufbaust, da die Muskelmasse ja dazu da ist, das Fett auch zu verbrennen. Solltest du sie also unbedingt erhalten, denn sie hilft dir, das Gewicht auch zu halten.
wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast. Es nützt also nichts, sich sportlich zu verausgaben, wenn du es nicht richtig machst. Lasse dich auch hier beraten. Niemand muss plötzlich zum Spitzensportler werden, wenn du dir im Sinne der Kontinuität nicht vorstellen kannst, regelmäßig Sport zu treiben. Versuche ganz einfach, mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren durch Treppensteigen, Fahrradfahren, spazieren gehen und mehr. Wichtig ist, dass du die Bewegung langfristig in dein Leben integrierst und nicht nur ein paar Wochen in Höchstleistung betreibst.